Die Apple Vision Pro, also die neue VR-Brille von Apple, lohnt die sich? Oder eher weniger? Da wir das Ganze hier professionell angehen, habe ich euch mal eine Liste geschrieben und da haben wir alles aufgeteilt in neue Funktionen und Funktionen, die die Vision Pro von anderen VR-Brillen abheben. Let's go! Ganz wichtig ist, dass ich die Brille nie auf hatte und ich berichte nur von Fakten und Informationen aus anderen Berichten von Personen, verschiedenen Personen, die bereits die Brille schon mal auf hatten. Also auf geht's in die Fakten. Die Apple Vision Pro soll über einen 4K 120 Hertz Bildschirm verfügen, ein OLED Bildschirm. Und auch im Dunkeln soll sie Infrarot haben. Bedeutet, die Brille soll im Dunkeln funktionieren, was keine andere Brille auf dem Markt hat. Man kann sich Dinge vor sich selber projizieren und mit den Dingen dann mit einfachen Handbewegungen bzw. Handgesten interagieren. Unter anderem habe ich auch gehört aus einem Bericht, dass da ein Schmetterling auf der Hand war von den Berichtenden und der konnte wirklich so hin und her machen. Die Brille hat die einzelnen Finger erkannt und der Schmetterling ist nur leicht hin und her gezogen, aber ist auf dem Finger geblieben. Die Brille selber soll eine Akkulaufzeit von 2 Stunden haben, was ehrlich gesagt ein bisschen wenig ist. Das klingt einfach noch sehr wenig. Aber man kann sie am Strom ranstecken lassen und dann lädt auch der Akku automatisch. Aber trotzdem, 2 Stunden sind echt wenig. Brauchen wir 10 Akkus, Mann. Unter anderem soll die Brille knapp ein halbes Kilo wiegen, bedeutet, sie wird relativ schwer. Und da hat sich Apple was einfallen lassen und zwar gibt es dann so ein Band hier oben. Ich blende euch mal ein Bild ein. Und zu guter Letzt eine wichtige Frage, die ich mir auch gestellt habe. Man kennt es ja so von Kopfhörern auch wie hier. Es wird einfach brutal warm irgendwann. Und da gibt es was ganz Krasses. Und zwar hat die Apple Vision Pro Lüfter, die dich kühlen, wenn es zu warm wird. Und das ist wirklich insane. Das ist so eine einfache, aber effektive Sache, die einfach das gesamte Leben besser macht mit dieser Brille. Aber dafür hat die Brille auch einen ganz schön stolzen Preis. Denn der Preis für die Brille beläuft sich auf $3.500. $3.500 für die Brille. Das ist wirklich insane. Das ist wirklich krass. Und da muss man sich ja wirklich fragen, lohnt sich das? Und das ist dann wieder eine persönliche Frage. Noch ein random Side-Fact ist, dass die Brille einen M2-Chip hat. Aber da es noch ein Prototyp ist, kann es gut passieren, dass die Brille auch noch einen M3-Chip bekommt. Das wäre natürlich besser, weil dann auch die Akkulaufzeit sich verlängert, denn der M3-Chip ist sehr viel effizienter als der M2. Die Apple-Brille, und ich habe wirklich viele Sachen durchgeschaut, mich viel durchgelesen, die Apple-Brille hat wirklich bei vielen Sachen überzeugt und ich habe auch mal ein bisschen kleinere Sachen geschaut, nicht immer nur das Große, nicht immer nur das ganz Bekannte, was ihr da sieht, und die hat sehr überzeugt, was aber ein Punkt ist, der nicht überzeugt ist, dass wenn du zum Beispiel ein Spiel startest, dann kriegst du einen 2D-Bildschirm vor dir und dann kannst du auch direkt an deinem PC oder deine Playstation oder so dich hocken und das Spiel da drin spielen. Auch wenn du eine E-Mail schreibst oder so, du hast alles 2D vor dir und es macht gar keinen Sinn dann, den Akku reinzustecken, den Akku an die Brille, dann die Brille aufziehen, meine Apple Vision Pro, ich habe sie mal wieder geladen und dann blub, schreibst du deine E-Mail, das macht keinen Sinn. Dann kannst du auch direkt an PC oder einfach ans Handy. Und Stand jetzt, meiner Meinung nach, macht es keinen Sinn, 2 iPhone 15 Pro auszugeben für die Brille. Das ist meine Meinung aktuell. Es kann auch gut sein, dass sich bis zum Release was ändert, aber nach aktuellem Stand macht es einfach keinen Sinn. Es ist cool und wenn man zu viel Geld hat, let's go. Also ihr dürft gerne den Kanal hier abonnieren, damit ich mir auch so eine Brille kaufen kann. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Au revoir. Thank you.